Guten Morgen aus Bangkok Chinatown und wie versprochen hier ein Hotel-Review. Ich habe gerade eingecheckt im Hotel und zwar im Hotel Royal Bangkok Chinatown. Hier im Herzen von Bangkok Chinatown das Hotel Royal und wie gesagt, hier ist also das Herz von Chinatown. Ja, aber das, wir haben hier direkt gegenüber eines der bekanntesten Nudelshops hier, wo man von frühmorgens bis abends seine Nudelsuppe bekommen kann. Und hier, es ist Neujahrstag, die Stadt ist also schon wieder voll. Es ist 11 Uhr vormittags. So, wir gehen jetzt mal von der anderen Straßenseite, von der gegenüberliegenden Straßenseite zum Hotel. Wir haben im Haus ein Parkhaus. Ich habe also mein Motorbike im Parkhaus geparkt. Hier geht es direkt rein. In den sechsten Stock. Man wird leicht schwindelig, weil es da spiralförmig nach oben geht. Aber hier haben wir zum Beispiel direkt ein 7-Eleven. Im Haus quasi. 7-Eleven, da kann man also rund um die Uhr alles einkaufen, was man braucht. Um es dann oben im Zimmer in den Kühlschrank zu bringen auch. Essen-Mitnahme ist also erlaubt in Thailand. Das ist also überhaupt kein Problem. Und wir gehen jetzt mal in unser Zimmer. Eingecheckt habe ich schon. Das ist die Hotellobby. Und jetzt geht's ab zum Fahrstuhl. So, Hotellobby. Und hier geht's zum Fahrstuhl. Man braucht also eine Karte, um den Fahrstuhl zu bedienen. Sonst geht's nicht aufwärts. So, hier Karte gegen und dann auf Stockwerk drücken. So, und da sind wir schon auf der Etage. Und jetzt geht es ab ins Zimmerchen. Keycard. So, dieses Zimmer, ich sag mal was dazu. Dieses Zimmer kostet normalerweise um die 1000 Baht. Ist jetzt natürlich während des Neujahrsfestes teurer. Erschreckt nicht, das Zimmer hat kein Fenster. Das ist ein imaginäres Fenster hier hinter der Gardine. Aber es ist wirklich ein gut ausgestattetes Hotel mit Fernseher und Ablagen. Genügend Steckdosen, wichtig. Hier ist das Badezimmer. Schöne Dusche mit Glastüren. Toilette, alles wunderbar. Handtücher reichlich. Hier gibt es eine Minibar. Die ist zwar nicht gefüllt, aber man kann seine Getränke selbst mitbringen vom 7-Eleven unten. Und ja, dann hat man hier eigentlich alles, was man braucht. Ein Safe ist noch da. Kleiderschrank hier. Also Platz genug. Das Hotel reicht wirklich. Ich war hier schon einige Male und bin sehr zufrieden. Aber jetzt kommt das Highlight des Ganzen. Also für relativ wenig Geld gibt es nämlich hier auch noch eine Rooftop-Bar und einen Swimmingpool. Und da gehen wir jetzt hin. So, dazu geht es wieder zum Aufzug. Aufzug nach oben. Rooftop-Floor, R1. Und dann geht's nach oben. 14. Stock. Auf geht die Tür. Und hier ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben hier eine kleine Bar. Kaffee, Bier, Cocktails. Man kann sich auch Essen bringen lassen. Und hier hat man einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt. Ist das nicht toll? Ja, das ist ein Ausblick hier. Schönes Wetter. Und hier unten ist Yao Rat. Hier spielt also die Musik. Und wir sind hier über den Dächern von Chinatown. Ja, also ich finde es gar nicht mal so gut hier. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, das kann sich das sehen lassen. Für regulär um die 1000 Baht.
Ja, dann schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob solche Hotel-Reviews, solche kurzen Hotel-Reviews in eurem Interesse ist. Mache ich gerne mehr von. Aber wir werden ja in Zukunft mehr durch Thailand reisen und auch andere Länder besuchen. Also seid gespannt. Und erstmal bis dahin alles Gute. Bis später.